Hallo meine Lieben, heute gibt es endlich meinen Rückblick für den Februar, was ich alles so gelesen habe. Im Februar hat es sich ja bei mir um den Buchstaben N gedreht, also Hauptprotokollist mit N, Autor mit N, Verlag mit N und Titel mit N. Und ich muss sagen, ich habe leider zwei Bücher nicht geschafft. Einmal Protagonistin mit N habe ich das Buch nicht geschafft. Das ist einmal das von der Gabi Hauptmann gewesen, die Lüge im Bett. Aber das ist definitiv dieses Jahr noch fällig. Und dann habe ich den zweiten Band der Maddie Freeman-Reihe auch nicht geschafft. Der Widerstand geht weiter. Ja, aber der ist dieses Jahr definitiv auch noch dran, weil ich habe nämlich, bin schon mal durchgegangen und da ist mir aufgefallen, dass ja im Mai der Buchstabe Q dran wäre und da habe ich mir aber vorgenommen, da ich ja da nicht wirklich was habe, dass ich halt alle liegen gebliebenen Bücher bis dahin, die ich also nicht geschafft habe, in der Zeit lesen werde. Das heißt, die kommen alle dann noch mal drauf und die werden dann auch hundertprozentig gelesen. Und da ist es ja letzten Monat schon zwei gewesen und ja, und dann habe ich mir gedacht, die jetzigen zwei kommen dann dran und dann werde ich auch die Lucinda Riley-Reihe auch endlich mal fortsetzen. Und ja, da passt der Mai perfekt, weil dann hätte ich da sozusagen schon mal meine Liste bis dahin fertig. Mal gucken, ob im März auch noch ein Büchlein oben drauf kommt oder nicht. Aber im Mai sind sie alle dann fällig, was ich bis dahin nicht geschafft habe. Und dann sind sie auch von meinem Sub befreit. Im Februar habe ich 2761 Seiten gelesen gehabt. Das macht ca. 99 Seiten pro Tag. Und ja, es war ja dann doch schon ein bisschen. Ich muss sagen, mein Flop war sozusagen Weiberabend von Joanne Felder. Ich muss sagen, der Schreibstil ist überhaupt nicht meins. Die Sätze sind so lang und man muss dann meistens, ich gehe wirklich über ein paar Zeilen, fünf, also Minimum 4 Zeilen. Und da sind so viele Informationen in einem Satz drinne, wo man dann schon abschaltet, weil sie fängt ein Thema an mit zum Beispiel übers Essen und in dem Satz erklärt sie aber, was das eine davor war, plus eine Zusatzgeschichte, an was sie sich gerade erinnert, wo sie das Thema gerade anschneidet. Und dann geht sie erst überhaupt in das eigentliche Thema weiter. Und wenn man da nicht direkt 100% bei der Sache ist, kann man den Satz ein paar Mal lesen. Aber ich muss sagen, das Buch hat mich auch so ein bisschen in so eine Leseflaute gezogen. Ich musste dann auch nebenbei ein anderes Buch anfangen, weil ich hätte sonst nicht danach gegriffen. Und ich habe dann immer gesagt, okay, jetzt liest du da deinen Leseabschnitt und dann kannst du sozusagen als Belohnung ein anderes weiterlesen. Und so war die Motivation mehr da. Aber ich muss sagen, das Thema an sich, es geht halt darum, dass halt Freundinnen, die halt die Kinder verbindet, also alle haben Kinder und sie waren alle im gleichen Kindergarten und deswegen waren sie. Haben sie sich da kennengelernt und haben sich halt mehr angefreundet und machen privat auch ein bisschen was miteinander. Und ja, und dann treffen die sich halt einen Abend mal ohne Kinder, ohne Männer und besprechen einfach so, wie es gerade so läuft mit ihren Kindern, was sie gerade so für Probleme haben oder was sie gerade so beschäftigt. Und ja, an sich jetzt eigentlich nichts Spannendes. Klar, es sind ein paar lustige Stellen dabei, wie sie dann halt über bestimmte Themen reden, was halt Sachen Kinder angeht und auch was Thema Männer angeht. Oder der eine Sohn von der einen, der ist ein bisschen, ja, ein bisschen aufgetreten, ein bisschen aggressiv und ja, und dann ist halt die eine Freundin ist so auf Ernährungsumstellung besessen und die sagt dann halt immer, ja, lass halt die Gluten weg und gib halt glutenfreie Ernährung und lass dies weg, lass Laktose weg, lass Zucker weg, lass allen Krusch weg. Und sie versucht es halt, es umzusetzen, aber es wird halt nicht wirklich besser. Und ja, also so sind halt wirklich und halt auch wie halt die. Also man kriegt halt auch immer Gedankengänge von diesen einzelnen Personen mit, weil das kriegt man
erst viel, viel später beim Lesen mit, dass die Perspektive verändert sich. Also wir haben einmal aus unserer Hauptprotagonistin, wie hieß sie gleich noch? Helen oder irgend sowas hieß sie. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die hieß. Auf jeden Fall haben wir erst aus der ihre Sicht, weil da kriegen wir ja mit. Genau, und da kriegen wir halt erst mit, dass es um sie dreht, weil sie sagt dann, ja, die Person steht neben mir. Und dann auf einmal kam mir das so vor, als hätten wir einen Wechsel, weil dann auf einmal hieß es, sie steht auf einmal neben ihr. Und dann da wusste ich auch, okay, jetzt haben wir die Perspektive gewechselt, jetzt haben wir gerade ihre Sicht, was sie denkt über das Thema, was sie gerade so beschäftigt. Ja, also, aber hauptsächlich ist es halt aus der Erzählersicht geschrieben immer, aber halt die Person wechseln halt. Und ja, also ich muss sagen, es ging eigentlich so vom Lesen her und die Sätze, ja, das ist halt wirklich richtig, richtig lang und also nicht jeder Satz ist so lang, es sind auch mal kurze Sätze dazwischen, aber ja, die hauptsächlichen Sätze sind halt lang und deswegen war das leider mein Flop des Monats. Ich würde sagen, so 2,5 bis 3 Sterne, maximal 3 Sterne, also ist jetzt nicht wirklich so großartig und ja. Aber es ist von meiner 19 für 2019 Liste befreit. Dann habe ich wieder ein Princess in Love gelesen gehabt, nämlich Tanja Rapunzels Tochter. Das war der vierte oder fünfte? Fünfte, genau. Das ist der fünfte Band und ich habe ja alle 9 da. Also das heißt, ich habe noch für 4 Monate Lesestoff in der Hinsicht, was die Princess in Love-Reihe angeht. Danach werde ich mir natürlich wieder neue Gedanken machen, welche Reihe ich monatlich lesen werde. Aber ich habe da auch schon wieder so ein, zwei in, ja, in Visier. Und ja, hier geht es halt wieder um das Magical, was Rapunzels Tochter Tanja halt absolviert in Nashville, Tennessee. Und ja, sie ist halt diesmal in so einer Country-Stadt, also in so einer Stadt, wo Country-Musik halt einen sehr hohen Wert hat. Fand ich jetzt sehr okay. Also ich muss sagen, mein Favorite ist halt bis jetzt die ersten zwei. Dann das, was war es, glaube ich? Ich glaube Cinderella, nicht Cinderella, ist Ariels Tochter, die Wanda. Das war ganz okay, aber das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Dann ging es wieder, dann fand ich es wieder, ging die Reihe ein bisschen wieder bergauf und jetzt bleibt es sozusagen da, wo es jetzt beim vorigen, beim vierten Band war. Also da bleibt es jetzt gerade so in der Ebene. Also es macht nicht gerade wieder hoch oder runter. Und deswegen ist es eigentlich gerade so ganz okay, so für zwischendurch, ganz in Ordnung. Und ja, so ein bisschen Wohlfühl. Dann habe ich, achso, das hatte jetzt nichts großartig. Nee, zu meinem Buchspiel. Dann hatte ich die Wellington Saga Band 2. Da hatte ich mir ja den Autor ausgesucht gehabt. Wieder grandios. Freue mich riesig auf den dritten Band. Und ja, also der dritte Band ist ja blau. Und da bin ich schon, den muss ich mir, wie gesagt, aber erst noch zulegen. Mal gucken, vielleicht. Also der wird viel, ja, doch, dieses Jahr wird er definitiv noch einziehen. Also das steht auf jeden Fall fest. Nur wann jetzt genau, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht zu Ostern. Vielleicht zieht der dritte Band zu Ostern bei mir ein. Und dann kann ich den auch noch gleich verschlingen. Das ist auf jeden Fall wieder so eine New Adult Romanzgeschichte, wo halt, ja, Mann, Frau, also Mann ist ein bisschen abgeneigt und Frau, ja, auch irgendwie, aber dann irgendwie kommt halt das Schicksal und bringt sie halt irgendwie wieder zusammen und dann kommen sie halt näher ins Gespräch, finden sich dann doch toll und dann Love. Und mehr braucht man ja im Februar, sage ich jetzt mal nicht, das Valentinstag und Co. Und so ein bisschen Liebe ist ja schon, ja, bei mir hoch angesagt. Dann habe ich den ersten Band von Nikki, ihrer Dragon Fortuna, Fortune-Reihe gelesen gehabt. Fand ich richtig großartig und ich freue mich, im März kommt der zweite endlich. Da bin ich schon riesig gespannt. Der ist schon auf meiner Amazon-Bestellliste drauf. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Fortsetzung. Ich glaube, der war grün oder blau.
Also das Deckblatt ist grün oder blau, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall freue ich mich schon mega auf die Fortsetzung, wie es weitergeht. Und ich glaube, da kam auch die Rezension schon online. Auf jeden Fall, was ich noch vorab sagen wollte, sieht das jetzt so aus, dass ich halt Rezensionen nicht mehr einzeln hochladen werde wie bisher, sondern ich werde halt immer zwei, drei, je nachdem, da gucke ich halt noch, ob ich da eher so das gleiche Genre nehme, was oder halt immer ein Liebes, ein Fantasy und ein was auch immer. Und dass ich halt gucke, dass das dann immer zwei bis drei Bücher in einem Video werden, außer natürlich bei Rezensionsexemplaren, da werde ich die einzeln separat halten. Aber sonst habe ich mir gedacht, ich werde die sozusagen zusammenschneiden. Und ja, aber wie genau die dann noch aussehen, ob das dann zwei oder drei Bücher werden oder welches Genre da genau, ob das immer das gleiche Genre ist in einem Video oder halt zwei unterschiedliche oder drei unterschiedliche, habe ich mir jetzt auch nicht so großartig Gedanken drüber gemacht. Nur, dass ihr halt schon mal Bescheid wisst. Dann habe ich natürlich auch, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nein, das war nicht so mein Buchspiel, okay. Dann habe ich natürlich von der lieben Alexandra, oh, es war großartig, natürlich auch ein Liebesroman sozusagen mir zu Gemüte geführt im Februar. Fand ich großartig, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das war auch mein letztes, was ich von der Alexandra hier rumstehen habe. Somit habe ich jetzt leider alle Alexandra-Bücher gelesen. Und ich bin sehr gespannt, wann bei ihr natürlich ein neues Büchlein rauskommt und freue mich da schon riesig drüber. War richtig zum Wohlfühlen hin, dahinschmelzen. Und ja, dann habe ich passend auch zu meinem Buchspiel Verlag mit N, habe ich mir den Novum Verlag ausgesucht gehabt von der Sabine Niedermeyer, die Beschützerin der Erde. Großartig. Einfach nur großartig. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt somit auch alle Sabine Niedermeyer Bücher, die ich hier zu Hause rumstehen habe, damit gelesen. Ich habe damit sozusagen nichts mehr von ihr rumstehen, leider Gottes. Und ich bin halt gespannt, dann halt mal wieder was rauskommt und ich es mir zu Gemüte führen kann. Dann habe ich auch im Februar denn natürlich die Fuchsreihe von der lieben Niki nicht außer Acht gelassen, sondern ich habe sie weiter fortgesetzt. Die anderen 13, 14 und 5, nee, 13 und 14, die sind auf jeden Fall auch schon auf meiner Wunschliste bei Amazon drauf. Und ja, das heißt, die ziehen mit bald ein. Dann habe ich, das muss ich nur ganz kurz gucken. Genau, der Club der Teufelin habe ich ja euch schon vorgestellt gehabt. Da habe ich ja das Buch gelesen gehabt und dann habe ich ja den Film dazu geguckt und habe verglichen für euch, wo halt, was halt besser ist, was halt fehlt oder ja, es hat halt beide seine Für- und Nachteile. Aber ja, man kann es genauso gut nur gucken und das Buch nicht dazu lesen. Also es bricht jetzt nicht so den Faden ab oder halt nur das Buch lesen. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Auf jeden Fall, wenn man das Buch gelesen hat und danach den Film sieht, automatisch kommen natürlich dann Sachen drinne vor, die halt fehlen oder halt im Film komplett weggelassen werden oder halt anders umgesetzt worden sind. Und ja, aber nichtsdestotrotz beides trotzdem empfehlenswert. Dann habe ich, genau, den Titel mit Anne, Die Niete im Bett von Leonie Winter. Ich muss sagen, es war ein ganz okayes Buch. Es war jetzt nicht so der große Burner, wo ich sagen muss, yeah. Ja, Schreibstil ist ganz okay, nett. Hier finde ich halt das Tolle an der Sache, hier werden halt die Perspektivwechsel, ich muss jetzt gerade nur, genau, hier werden sie drüber geschrieben. Wenn es mitten im Kapitel ein Perspektivwechsel drinne vorkommt, dann steht dann der Name entweder Leo oder Sarah. Nee, doch, nee, Sarah war es nicht, Mia. Genau, steht dann da, ob Mia oder Leo gerade reden. Und ja, hier ist es halt. Ja, es ist halt für zwischendurch vollkommen okay, aber es ist jetzt, muss sagen, es war jetzt nicht so, dass es mich umgehauen hat, auch nicht so von Love-Faktor oder Spannungsfaktor oder so. Klar, man hat ständig dazu gegriffen, hat ständig gelesen.
Es hat jetzt auch nicht so viele Seiten, ich glaube 200 irgendwas, 82, 80 rum. 83. Und ja, war ganz okay für zwischendurch, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sagen muss, man kann es lesen, man muss es aber auch nicht. Hat ein bisschen was Lustiges und ja, man denkt auch irgendwie da ein bisschen drüber nach, aber jetzt so wirklich. Die Geschichte haut jetzt einen nicht so um. Mehr dazu kommt natürlich dann in der Rezension. Und zu guter Letzt habe ich natürlich eine neue Reihe angefangen, nämlich die Auswahl Band 1 Cassia und Kai von Ellie Gandhi, Goni, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall Riesensuchtfaktor. Mir wurde ja schon gesagt, der erste Band ist riesengenial und man will auf am liebsten weiterlesen und der zweite sei voll der Flop. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich finde den ersten, der hat mich mega umgehauen, auch vom Schreibstil her. Also man konnte es gar nicht wirklich aus der Hand legen. Ich finde auch die Kapitel voll süß gemacht. Da ist jedes Mal das Titelbild nochmal klein dargestellt. Und ich habe auch schon den zweiten hier stehen. Mal gucken. Dieses Jahr ist auf jeden Fall fällig. Nur wann habe ich noch keine Ahnung, hier geht es ja wieder um so eine Fantasy-Dystopie-Geschichte in die Zukunft und wo halt, ja, da sind die halt, die Bevölkerung wird halt kontrolliert und dem wird es aber halt als normal und gesund dargestellt. Also, es gibt bestimmte Essenszeiten, es gibt bestimmte Sachen, also dem wird vorgeschrieben, was sie essen sollen, weil es wird zu jeder, also pünktlich zu der Uhrzeit wird das Essen halt geliefert und dann geht man halt hin, nimmt das Essen in Empfang und man isst halt als Familie dann zusammen und das war's. Aber das Essen ist jetzt nicht so wirklich da, dass man sich damit großartig beschäftigt, weil Essen ist auch irgendwie Zeitverschwendung. Und dann ist natürlich auch so, dann haben sie Freizeitaktivitäten, die natürlich auch kontrolliert werden. Und im Haus ist dann so eine Art Scanner, wo dann halt immer sagt, der und der hat jetzt diese Freizeitaktivität oder die Aktivität fällt halt aus, wegen dem und dem Grund oder was auch immer. Es wird halt ständig überwacht und selbst in Sachen Paarung, also halt wer wen heiratet, wird durch so eine Art System gejagt und dann wird vorgeschrieben, okay, von beiden, also von allen Faktoren her, Gesundheit, Aussehen, bla 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 und Gene und Intelligenz und Pipapo passen die paar, passt das Pärchen zusammen und die dürfen so und so viele Kinder kriegen und ja, und dann gibt es natürlich auch welche, die werden ausgesondert und die dürfen zwar arbeiten, halt als Arbeiter, aber die kriegen schlechteres Essen, die dafür wird gesorgt, dass die früher sterben und die dürfen sich auch nicht paaren und keinen Nachwuchs kriegen und alles so drum und dran. Und Cassia ist halt eine, die lebt halt sicher in diesem System. Das heißt, ja, sie ist, ich sage es mal nicht höher angesehen als Kai, aber ja, doch gegenüber Kai ist es schon höher angesehen, weil Kai ist so ein Ausgesonderter. Also der hat halt nur zu arbeiten, hat halt auch Freizeitaktivitäten, aber mehr auch nicht. Er darf keine bestimmten, also die haben halt immer so ein Döschen, wo drei Tabletten drin sind. Das darf er halt auch nicht nehmen. Und das steht ihnen auch nicht zu. Es wird auch gesorgt, dass der sehr früh stirbt, halt ab 50. 40, 50 rum kann es halt passieren, wenn die, wenn die Regierung halt sagt, nö, haben Schnauze voll von denen, dann sorgen die dafür, dass er halt stirbt. Und wie das genau abläuft, müsst ihr natürlich selber rauslesen. Und bei Cassia wäre es halt so, dafür wird gesorgt, dass sie halt wirklich mindestens ach, also 80 Jahre alt wird. Mehr geht nicht, weil dann ja, ist man auch so ein bisschen abgeschottet von der Familie und dann gibt es halt noch so an seinem 80. hat man dann halt wie so eine Art kleines Fest, da kommt die Familie noch, man isst gemeinsam und dann ist halt Zappeduster, dann darf jeder sich noch verabschieden und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, und so wird halt auch die Umgebung so ein bisschen, was ist nützlich, also es werden keine Pflanzen angepflanzt, die halt nicht nützlich sind. Also es muss halt jeder mal irgendwas Nützliches mit sich bringen. Zum Beispiel jetzt einfach nur ein Baum, der kein Obst bringt, der keine Blüten bringt und so nicht mehr hübsch aussieht, sondern halt eher, ja, eigentlich nur hübsch aussieht, der bringt nichts. Der wird halt gefällt und da wird halt
Apfelbaum hingepflanzt, der bringt was, weil der bringt Äpfel. Und ja, und somit hat halt dieses System halt ständig die Überwachung über die. Und aber dann passiert halt bei Kasia, also halt die lernen auch nicht wirklich mit der Hand zu schreiben oder so. Für den gibt halt nur dieses Touch-System, beziehungsweise das Schreiben auf dem Computer, Laptop oder sowas. Und ja. Und die sind halt auch wirklich so lange in der Schule, bis halt das System sagt, okay, du hast deine Abschlussprüfung bestanden und in der Abschlussprüfung kam halt raus, dieser Beruf passt zu dir, dann trittst du dabei. Ja, okay, ich glaube, ich schweife langsam ab. Ich würde sagen, mehr werde ich jetzt auch dazu nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, es ist halt so Fantasy, Zukunftsgeschichte, sehr, sehr spannend gemacht mit einem offenen Ende, was ja normal ist bei einer Trilogie. Und ich würde sagen, mehr kommt dann dazu in der Rezension. Ja, nicht, dass ich euch jetzt noch mehr von dem Buch erzähle. Wie gesagt, das waren meine 2, 4, 6, 8, 10 Bücher. Ja, es sind halt diesmal mehr dünne Bücher gewesen, aber nichtsdestotrotz haben sie mir gefallen. Wie ihr seht, einige haben noch so Punkte dran. Da gibt es noch kein Video, beziehungsweise ja, wisst ihr ja. Damit ich da nicht durcheinander komme, nicht, dass ich dann noch mal eins drehe. Okay, meine Lieben, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Video.